Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und wie gestern im gestrigen Video versprochen, sprechen wir heute über den aktuellen Flammen-Event. Denn wir haben einen neuen Event, den Flammen-Event. Und wir müssen unbedingt darüber sprechen, weil es gibt Devilmons. Und jeder, der den einen oder anderen Nat 5 hat, weiß, Devilmons braucht man immer. Okay. Das ganze Ding ist gestern gestartet. Heute ist, glaube ich, der 30. Ja, beziehungsweise ihr seht das Video am 31. Also für euch vorgestern gestartet. Dennoch, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen oder was auch immer. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Das Ganze funktioniert so. Ihr müsst Flammen sammeln. Und Flammen sammeln könnt ihr im Bereich Event 1. Da habt ihr immer, also zum einen, da habt ihr jeden Tag 4 Quests. Im Gegensatz zu den letzten Quests, wo man dann hier durchgucken konnte, was am nächsten Tag für Quests kommen, ist das diesmal nicht der Fall. Die scheinen irgendwie random zu sein oder so weiter oder sowas. Das heißt, ihr habt hier immer 4 Quests und die müsst ihr erledigen. Dafür jede Quest bekommt ihr dann halt entsprechend eine Flamme. Beziehungsweise 1, 1, 2 und 3 Flammen. Ja, jetzt müsste ich, genau, ich hatte eben 4, jetzt habe ich 7 Flammen. Also ihr seht immer, ihr bekommt halt immer unterschiedliche Anzahl an Flammen, je nachdem, was ihr machen müsst. Also einfach einloggen, einmal ein Weltarena-Replay angucken, da habe ich ganz kurz reingeguckt und abgebrochen, das ging super easy. 50 Energie nutzen, also wer das nicht schafft, der macht was falsch. Und erreiche Max-Level mit einem 3-Sterne-Plus-Monster. Da habe ich jetzt einfach irgendeins beim Food-Farm hochgezogen. Okay. Dann habt ihr eure Flammen. Hier könnt ihr noch Flammen bekommen, indem ihr beschwört. 3 Sterne plus Monster, also aus MS und so weiter. Dann sammeln wir mal die Belohnung ein. Das könnt ihr zweimal einsammeln, über den ganzen Event verteilt. Das heißt also, ich muss nochmal 3 Sterne, noch 5 3 Sterne Monster beschwören. Dann kann ich das auch ein zweites Mal einsammeln. Dann kriegt ihr jeweils 3 Flammen. Also, selbst wenn ihr das nicht macht, ist es jetzt nicht so der Weltuntergang. So, jetzt habt ihr die ganzen Flammen gesammelt, was macht ihr damit? Ihr könnt dann hier Belohnungen einsammeln, anhand der Anzahl der Flammen, die ihr habt. Ihr könnt jede Belohnung nur einmal einsammeln. Also ihr könnt einmal diese 3 MS einsammeln, ihr könnt einmal 150 Kristalle einsammeln. Jede dieser Belohnungen könnt ihr nur in Anführungsstrichen einmal einsammeln. Das sind auch Belohnungen. Um die geht es jetzt gar nicht so sehr in dem Event, sondern es geht jetzt im nächsten Bereich eigentlich um die folgenden Belohnungen. Und zwar dieser Bereich hier unten wird quasi erst freigeschaltet, wenn ihr hier den absolviert habt. Ich fange aber dann bei den MS an und arbeite mich sozusagen runter. Deswegen kommen wir jetzt hier dazu. Ich kann das aber noch nicht machen. Ihr müsst für das Devilmon, um das einsammeln zu können, müsst ihr 50 Flammen haben. Wie gesagt, ihr könnt das erst machen, wenn ihr hier oben den Bereich fertig habt. Deswegen steht hier jetzt noch 0 von 50. Und eine 4-Sterne-Plus-Entwicklung durchführen. Also dreimal eine 4-Sterne-Plus-Entwicklung durchführen. 4-Sterne-Plus-Entwicklung heißt, ein 3-Sterne-Max-Monster auf 4 Sterne entwickeln. Ich habe es getestet, ihr seht es. 1 von 3. Ich habe es ausprobiert. Also es ist wirklich so, ihr müsst ein 3-Sterne-Max-Monster auf 4 Sterne bringen. Oder ein 4-Sterne-Max-Monster auf 5 Sterne. Achtung, was nicht zählt, sind Rainbow-Mons. Also es müssen andere Monster sein. Nicht mit Rainbow-Mons arbeiten. Das funktioniert nicht, das zählt nicht. Und hier müsst ihr einfach 150 Ehrenpunkte benutzen und 20 Flammen abgeben. Aber interessant ist ja diese Geschichte hier. Ne? Hier steht auch nochmal, Regenbogen-Mons zählen nicht. Also das ist ganz wichtig. Diese Sachen hier unten, ne? Also nicht die Flammen, sondern die Sachen hier unten, die zählen auch von Anfang an vom Event. Also die könnt ihr direkt am Anfang anfangen zu farmen, bis ihr dann den Teil hier oben abgeschlossen habt und hier unten dann die Flammen sammelt. Und ich sag euch, also wichtig ist wirklich, ihr müsst dieses Devilmon holen, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, für den Bereich hier oben, ne? Diesen hier mit diesen Quests. Jeden Tag um 17 Uhr bekommt ihr neue Quests. Also achtet darauf, dass ihr das vor 17 Uhr alles eingesammelt habt. Ne? Also nicht nur abschließen, sondern halt auch hier über den Knopf einsammeln. Und ansonsten macht es, also ihr müsst, ich weiß auch noch nicht genau, ich denke mal, ich werde es von hinten nach vorne machen.
einsammeln. Ihr könnt es aber auch einfach, was ihr braucht, ne? Wenn ihr gerade Mana braucht, dann sammelt halt die 100.000 Mana fix ein. Oder wenn ihr schnell mal Kristalle braucht, sammelt halt die Kristalle ein. Oder wenn ihr Energie braucht, ne? Ihr habt's verstanden. Sammelt euch einfach das ein, was ihr braucht. Die MS sind halt ganz cool, weil die könnt ihr dann, diese 3 MS könnt ihr dann wiederum nutzen für diesen Bereich, ne? Um einfach hier schon mal 3 Punkte zu kriegen, weil egal was aus der MS rauskommt, ihr kriegt hier dann den Counter. Ja, soll ich euch irgendwas zeigen? So, wir haben jetzt, wie viel Flammen haben wir gesammelt? 10. 10 Flammen haben wir am ersten Tag. Das heißt, am zweiten versuche ich auch, so viele wie möglich zu kriegen, heute 17 Uhr. Und dann die MS einzusammeln, um dann wiederum hier den Counter hoch zu pushen, um diese 3 Flammen einzusammeln. Und dann so beißt sich das Ganze so ein bisschen im positiven Sinne selbst in den Schwanz. Mit diesen verbleibende Flammen gegen Energie eintauschen. Ich empfehle euch, das nicht zu machen, bis ihr nicht hier unten euch die Devilmons und also das Devilmon und das Rainbowmon geholt habt. Ne? Also macht erst hier unten das für 70 Flammen insgesamt. Das ist viel, da werdet ihr ein Stück farmen müssen. Oder ein paar Tage die Quests erledigen müssen. Und erst wenn ihr das hier unten habt, dann solltet ihr diese Geschichte hier mit den Energie machen. Hier ist so ein Ausrufezeichen. Kann man anklicken, passiert aber nichts. Das ist, also dieser Bereich hier unten, das schaltet sich halt alles erst frei, wenn ihr das hier oben fertig habt. Es kann sein, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, dass ihr hier unten erst Flammen kriegt, wenn ihr mindestens einmal die Flammen gegen Energie getauscht habt. Das müsst ihr einfach probieren. Guckt einfach, macht eine Quest, sammelt die Flamme ein. Und wenn der Counter hier immer noch nicht steigt, dann holt euch diese Energie und dann probiert es nochmal. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich natürlich noch nicht so weit bin. Ja, das ist es eigentlich zur Quest. Also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hier unten stehen nochmal so ein paar Sachen, die habe ich euch aber jetzt eigentlich alle erzählt. Die könnt ihr euch aber, falls ihr wollt, natürlich auch nochmal durchlesen. Da werden nochmal so ein paar Sachen beschrieben. Wichtig ist, jeden Tag bevor 17 Uhr ist, checken, ob ihr auch wirklich alles eingesammelt habt, und um 17 Uhr dann checken, oder kurz nach 17 Uhr dann checken, was sind die neuen Quests, und die dann halt bis zum nächsten Tag einfach machen und dann wieder einsammeln, nicht vergessen. Ja, und hier diese Beschwörungsdinger, das sind halt insgesamt 6 Flammen. Das wird am Ende nicht so krass viel ausmachen, aber einmal werdet ihr das schaffen, weil ihr ja alleine, wenn ihr die MS euch holt und direkt einlöst, habt ihr ja schon 3. Und dann läuft das Event ja, ich glaube, 4 Wochen oder so. Gucken wir nochmal oben. Ne, 2 Wochen. Das Event läuft 2 Wochen fast. Da werdet ihr ja wohl über diese Freundschaftspunkte hier. Na, komm. Über die soziale Beschwörung, über die Social Points, werdet ihr schon das Glück haben, in 2 Wochen mal noch 2 weitere 3-Sterne-Monster zu bekommen, weil ihr ja jeden Tag eigentlich 10 Beschwörungen hier macht. Also, solltet ihr, sonst macht ihr was falsch. Gut, ansonsten, ihr wisst, wie es aussieht. Ich arbeite kräftig an Würdehill auf Level 40 zu bringen. Die Stats sehen schon mal ganz okay aus. Speed könnte mehr sein, ansonsten passt das schon. Dann haben wir ja Runen hergestellt. Da muss ich jetzt mal gucken, welche Runen ich... Also ich push die Runen mal, die wir hergestellt haben. Zumindest auf plus 9, um einfach zu gucken, wie die sich entwickeln. Um dann beim nächsten Rune Removal Day Theomas die guten Runen zu geben. Und sobald er auch die guten Runen hat, wird er wahrscheinlich auch das nächste 6-Sterne-Monster werden. Weil wir Theomas einfach an sehr vielen Stellen im Spiel sehr gut einsetzen können. Arena Defense, Guild War Defense, Guild War Offense. Wir können den im Dragons einsetzen. Das müsste ich dann mal probieren, wie er sich mit Würdehill da zusammentut. Wir können den in Giants einsetzen. Also Theomas ist so ein Monster, das kann man nahezu überall super einsetzen. Das Einzige, was mir dazu fehlt, sind noch ein paar Rainbow Mons. Aber eins habe ich noch, eins ist schon fertig. Eins gibt es beim Event, da sind wir schon bei 3. Und dann fehlen nur noch 2. Und bis wir soweit sind, bis die Runen in Ordnung sind, bis das Futter da ist, da haben wir dann auch, denke ich mal, wieder 2 Wochen vergangen, wo wir dann das wöchentliche Rainbowmon einfach bekommen.
Ja, und ansonsten ist da nicht viel. Ansonsten arbeite ich immer daran, neue Ideen mir kommen zu lassen oder mir neue Sachen auszudenken, die ich für euch machen kann als Video. Und ich versuche diese Woche auf jeden Fall nochmal ein Guild War Video zu machen, dass wir nochmal einen Guild War Fight sehen. Und ich habe es nicht vergessen, es sind auch noch immer Charakter Reviews offen. Ich hatte versprochen, und zwar für Leon, habe ich versprochen, ein Review für Arnold zu machen. Das kommt noch. Ich habe es versprochen und es kommt noch, hundertprozentig. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, macht doch mal wieder einen Arena-Run oder sonst was. Oder macht mal ein Review zu dem und dem Monster. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten danke ich euch an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.